So, nach dem Tag Team Match sind wir hier jetzt wieder zurück bei Money in the Bank, jetzt mit dem European Title Match. Genau, hallo erstmal zum dritten, zweiten Match, je nachdem, wie man die Karte betrachtet, von Money in the Bank. Ja, das European Fatal Four Way Match steht ja an und wir haben es ja schon angekündigt. Der gute Apollo Crews kann leider nicht antreten am heutigen Abend, kriegt sein Rematch wieder verwehrt. Aber ja, wir konnten doch irgendwie dann einen Ersatz auftreiben, Bernie. Wir haben uns lange überlegt, wen können wir hier reinschicken. Es haben sich einige Leute uns in den Gedanken aufgedrängt. Doch es gibt nur wirklich eine Person, die sich in den letzten Wochen für dieses Match noch aufgedrängt hat. Auch wenn es nicht immer redlich und gut war. Und auch eigentlich der Hauptgrund ist, wieso Apollo Crews nicht im Match heute ist, haben wir uns entschieden, dass unser letzter Teilnehmer des Matches Christian ist. Ja, der Kerl, der uns eigentlich die letzten Wochen immer gestört und genervt hat, aber ja, im Grunde hat er dann doch seinen Willen bewiesen, irgendwo, dass er unbedingt diesen Titel haben möchte. Aber ja, wir waren ja mit seinen Aktionen nicht ganz einverstanden und deswegen hat er jetzt auch so ein bisschen die Pistole auf die Brust gesetzt bekommen und wir haben ihm gesagt, okay, wir booken dich in das Match, aber wenn du es jetzt versaust, war das dein letztes European Championship Match. Du willst es unbedingt haben, du bist dann so auf den Sack gegangen. Okay, du kriegst es, aber wenn du es jetzt versaust, dann nie wieder. Kennen wir irgendwoher mit dem auf den Sack gehen? Ja. Irgendwie gehen uns alle auf den Ja. Sack. Es ist so, man möchte eine ordentliche Show aufbauen, man möchte den Zuschauern was bieten, aber irgendwelche penetranten Säcke gehen einem immer auf den Sack. Die werden aussondiert. Bei Oh Gott, Monday Night die Raw. Seth Rollins, Christian eventuell heute noch. Mal schauen. Bei Monday Night Raw nennen wir das in den Vordergrund bringen. Ja. Ja. Ihr nennt es auf den Sack gehen. Ja, weil das gegen unsere Prinzipien verstößt. Und nur so nebenbei, wir haben hier, wie es ausschaut, fast schon Team Canada gegen Japan. Ja, dann ist es ein 3-on-1-Handicap-Match. Die Reunion von Edge und Christian hat sich ja jetzt in den letzten Wochen aber auch nicht wirklich angedeutet. Also ich glaube nicht, dass wir da irgendwie ein Bündnis sehen werden. Ich glaube Vielleicht auch nicht, dass Edge einverstanden mit den Aktionen von Christian ist. Nein. Definitiv nicht. Edge ist ja selbst ein Opfer von Christian geworden. Wobei man sagen muss, dass Edge ja in der ersten Woche auch gegen Christian vorgegangen ist. Ja. Ah gut, Tyson Kidd, ja, letzten Monat hat er noch bei Payback sein Singles-Match gehabt gegen Hideo Itami. Großartiges Match von Tyson Kidd, aber auch schon wie gegen Apollo Crews hat Hideo Itami am Ende einfach den GTS gezeigt. Und dann war es vorbei. Kann Tyson Kidd hier endlich mal über die Ziellinie und Diesmal dann den Titel mitnehmen? wir müssen Diesmal vor muss er ja nicht an Tyson, an Hideo Itami ja, wir, vorbei. wir müssen Diesmal kann wir, er alle pinnen. ja, wir müssen überlegen, es ist Fatal 4-Way, jeder kann gepinnt werden. No Ja. disqualification natürlich. Da kommt der Rated R Superstar. Der Absolut. elffache World Champion. Letzten Monat ja noch Verbündeter von Tyson Kidd gewesen, aber hat sich jetzt auch ja mehr oder weniger gegen ihn gestellt. Er hat ihn angeboten. Lass mich jetzt, ich habe dir letzten Monat geholfen, den Title Shot zu bekommen. Du hast versagt. Nun gib mir die Chance. Lass mich jetzt den Title Shot. Lass mir den Title Shot, lass mich jetzt gewinnen und du bekommst dann ein Match gegen mich eben bei Battleground. Aber Tyson Kidd wollte den natürlich nicht einfach so hergeben und so hat Edge dann wieder angefangen, ein bisschen seine Prinzipien nachzugehen, die man aus seiner Heel-Zeit kannte und eben sein eigenes Ding zu drehen. Ja, kann er seinen ersten European-Title hier gewinnen? Er hat sicherlich das Zeug dazu. Das ist Ja. definitiv. Das fehlt noch in seiner Karriere, ein European-Title. Obwohl er, glaube ich, insgesamt über 30 Championships in der WWE schon errungen hat. Der Ja. European Title fehlt noch. Wird Aber das heute? Hall of Fame ist auch. Aber da muss er auch unter anderem an diesem Mann hier vorbei. Das ist Seinem jemand, der mir uns, ehemaligen ja, Partner, sein Best bester Friend, Freund. Christian. Manchmal ist dein bester Freund dein ärgster Feind. Ja. Das trifft auf die beiden hier zu. Deep down inside sind sie wahrscheinlich immer noch beste Ah, Freunde. das ist für. Da wird die Freundschaft von denen nie, ändern können, aber heute sind sie wahrscheinlich Feinde. Ja, wenn es ums Gold geht, dann hören auch mal Freundschaften auf. Genau, das haben wir Denn da viele hängt Male auch gesehen. eine Menge Ruhm, Ehre
Prestige dran. Absolut. Mhm. Absolut. Also wie es schon heißt, wenn es ums Geld geht, hat man keine Freunde. Wenn es ums Absolut. Geld geht, Sparkasse. Oh Gott. Und zwar geht es mal Geld. Und Product Placement. Jawohl. Hier, der Mann, der sich quasi selber ins Match gebuckt hat, der quasi Opportunist hier in diesem Match. Mhm. Ja. Wenn wir schon bei seinem besten Freund Edge sind. Ja. Schauen wir mal, ob Charisma heute den European Title mit nach Hause nehmen darf. Ich stufe dieses Match wirklich sehr gefährlich für Itami ein, denn er kann so gut sein, wie er will. Wenn er nicht beteiligt an Entscheidungen sein muss, dann muss er nicht beteiligt sein. Und dann kann er seinen Titel einfach schwuppsiwupps an irgendjemand anderen verlieren. Absolut, absolut. Brandgefährlich für Itami. Er kann wirklich alles verlieren an einen der anderen drei Kanadier hier in diesem Match. Deswegen, und da alle drei wirklich, alle vier meine ich, natürlich super Competitor sind, bin ich wirklich sehr unentschlossen, auf wen ich hier tippen soll, auf wen ich da setze. Deswegen, mal schauen. Ich denke noch nach. Jo. Ja, ich, normalerweise würde ich ja jetzt sagen, mein Indie-Herz schlägt für Hideo Itami. Aber ich gehe tatsächlich in diesem Match mit Tyson Kidd. Das sollte sogar auch mein Tipp werden. So ein bisschen der vom Namen her Außenseiter. Ja, vielleicht vom Namen her, aber ich glaube einfach, das wäre einfach wieder eine zu gute Story. Immer super Matches gezeigt, nicht über die Ziellinie gekommen, Gesundheit. Skandal. Und dann. So, jetzt hier in diesem entscheidenden, in diesem wirklich Match, wo es um alles geht, da setzt er seinen rechten und linken Fuß noch über die Ziellinie und geht dann mit dem European Title nach Hause. Wobei man ja auch sagen, ja. Ja, ich gehe sogar so weit, dass er den Champion heute pinnt. Man muss auch sagen, Tyson Kidd hat in den letzten zwei Monaten wrestlerisch starke Leistungen gezeigt. Er konnte einen Großteil seiner Matches gewinnen. Gegen Itami bei Payback ja ein bisschen unglücklich verloren. Ja. Dass er nach einem dominierenden Match dann noch in den GTS gerannt ist. Aber ansonsten hat immer solide Leistungen gezeigt. Auch denke, ja, ist überraschend, ja, überraschenderweise für mich. Auf jeden Fall, ja, ich denke aber auch gerade das wird ihn in die Karten spielen. Er weiß ganz genau, er stand bei Payback schon Itami gegenüber. Er weiß, wie er wrestelt. Und hier muss er den GTS natürlich avoiden. Natürlich auch noch zwei andere Wrestler, aber wer weiß, vielleicht werden Edge und Christian sich ein bisschen wegprügeln. Und dann hat er den Counter für den GTS und dann gibt's hier den Blockbuster und dann gibt's hier den Blockbuster European Champion. Dann sage ich ja mal. Sage ich einfach mal, Itami ist so stark, der holt dir das wieder. Dann tippe ich mir auf jeden Fall ganz anderen und ich sage einfach mal, Edge holt sich das, was er noch nicht hatte. Hätte ich darauf wetten können, dass Daniel auf Edge geht. Langsam passt. Also ich gehe hier in dem Match eigentlich mit Christian. Jo. Oh, ja, da fängt er auch schon mit dem Back-Elbow an. Und Itami tot. Ja, fühlt. Okay, das heißt... Ja, wir haben zwei Lager, die besten Freunde noch nicht gegeneinander. Nee. Aber egal, wer gewinnt. Vielleicht gab es ja doch eine kleine Absprache. Hier, kümmer du dich erstmal um Itami, ich nehme erstmal Tyson Kidd und am Ende machen wir es untereinander aus. Ja. Ah, ich habe kein gutes Gefühl dabei, wenn Itami jetzt hier nach draußen gegen den Ultimate Opportunist. Ja. Double-Footstorm gegen Christian. Muss er aufpassen. Oh, aber hier schön. Gegen die Ringtreppe. Weißt du gar nicht, wo du hingucken sollst. Ja, das ist gerade wirklich schon schwer. Im ersten Monat im WWE Championship, das halt ein paar Mal draußen war. Der Edge-O-Matic hier von Christian. Alte Copycats hier. Ja, und Backbreaker, ja, die besten Freunde haben es gerade unter Kontrolle. Das kann natürlich tatsächlich so sein. Hier, kümmer du dich um Itami. Ich nehme mir Tyson Kidd. Oh, Edge hat Bock. Und Edge auch gleich mit dabei. Okay, oder Edge denkt sich. Christian. Doch keine Allianz. Keine Allianz, okay. Aber Tyson Kidd jetzt. Oh, auf den Stuhl! Und genau wegen sowas. Genau wegen sowas. Tyson Kidd ist eine Kampfsau, eine richtige Kampfratte, so eine Zecke. Er beißt sich einfach an alle Leute rein. Jetzt mit dem Dragon Sleeper hier gegen Hideo Itami. Und solche Aktionen. Okay. Ah, was Edge zeigt Edge Christian jetzt hier? Steht schon nix. Ja, dann geht Edge auch runter. Ja, ja, oh. Oh, Christian. Okay. Facebuster. Nein, Tommy Drop. Die Tommy wird runter mit dem Tritt auf den Brustkopf von. Und hat jetzt den Stuhl. Auf den Hinterkopf. Boah, kurz so eine DDT hier von Edge. Was Cover von Edge gegen Dragon Tail. Nein. Dragon Screw. Dragon Screw Takedown hier von Tyson Kidd. Nutzen Sie es aber. Oh, schöner Snap. Ja, Snap mehr. Oh, und wieder Stuhl. Edge mit dem Stuhl bricht er das Cover auf. Und wieder Tyson Kidd den Stuhl abbekommen. Aber, DDT?
Oh! Wir kennen ihn, den Ultimate Opportunist mit ja, dem Stuhl. Der fliegt aus dem Ring. Edge tötet sie alle mit dem Stuhl. Nein, Tyson Kidd kann noch unterbrechen. Tyson Kidd hält sich hier gerade selber im Match. Ja. Was hat Itami vor? Nach drei starken Stuhlschlägen. Wird gekontert. Oh, Edge, den Stuhl aus dem Ring. Sagen wir so, Edge, der weiß des Concertos. Concerto, ja. Meine Güte, dieser Stuhl hier wird aber, ist echt mit eines... Nee, kein Neckbreaker von Christian Itami. Kontert bisher nicht die beste Figur von Itami hier, aber wie gesagt, das kennen wir ja so ein bisschen. Und da geht Matches. Edge fliegen. Er hat gegen Cruz damals, wo er den Titel gewonnen hat, nicht die beste Leistung. Ja, auch gegen Kid schon. Auch, ja. Jetzt das Cover. Den Return des Concertos. Ja. Kid ist da. Oh. Chris oh, schon lang. Schon kaputt aus. Ja. Überraschenderweise nicht mal 5 Minuten. Yo! Oh. Gut, aber die geben wir seit der ersten Minuten eigentlich schon Vollgas. Schöne Aktion von Taya. Das haben wir uns ja davon erhofft. Oh, schöner Counter. Ich meine, das erwarten wir ja auch bei dem Pay-Per-View in so einem Match. Abgekappt. Auf jeden Fall. Cover von Christian, nein, kommt aber auch nicht. Dass das Match nicht oh. hier im Ring vorbei ist. Das heißt, ein Kid gerade gegen den Tisch. Ja, alle die ganzen Wochen über beweist. Oh, und ich denke mal, das hier ist doch die größte Bühne, um sich zu beweisen. Was hat Edge doch endgültig alles fix zu machen. Bank, ein Pay-Per-View, der die letzten Jahre immer mehr Prestige gewonnen hat. Absolut zu Recht Prestige gewonnen hat. Steht für spektakuläre Matches. Und hier ist jetzt Hideo Itami mit Christian auf dem Top. Ja. Das ist ein German Suplex. Ja! Das könnte schon, das könnte schon reichen! One, two. Kick-out! Kick-out von Christian. Und Edge Dropkick. Weil draußen heißt ein Kid beim Kommentatorentisch zusammen. Edge ist ein Kid mal langsam wieder in den Ring zurück. Christian ist nicht mehr. Da wird's gefährlich. Und Edge mit dem Baseball-Schläger. Schläger, oh! Oh, Christian mit dem Cover? Und oh, Baseballschläger wieder. Christian, der Meister der Waffen hier in dem Kampf. Und Tyson. Oh, und jetzt hier gegen Christian, gegen seinen besten Freund. Tyson Kidd ist tot. Tyson Kidd ist tot. Der wird. Und wieder der Schläger und Nummer 4 und Nummer 5. Und das kommt von auch. Oh, Smash. Oh, jetzt langsam kommt Tyson Kidd wieder zu. Christian macht nix, Alter. Christian hat kein Interesse. Und jetzt alle vier und jetzt eskaliert's völlig. Ja, auf den Stuhl! Code Blue gegen Itami auf den Stuhl. Was ist mit hier? Eine Aktion von Tyson Kidd. Out of Kronen haut er hier den Code Blue raus und gegen Edge gibt's hier den Falcon Arrow. Alter, was geht hier? Scheiße. Oh. Daneben und Christian. Nein. Und oh. Christian. Headbutt. Fliegt selbst noch auf den Baseballschläger bei der Aktion. Ich weiß nicht, wo ich hingucken soll. Okay, Itami fliegt nun nicht ganz nach draußen jetzt auf den Apron. Jetzt aber. Okay, bleib im Ring. Christian von Christian. Oh, nicht den Fehler machen. Kid kommt aber wieder rein, aber Edge kommt auch allein hier raus. Bleib wieder aus dem Edge Romantic. Spätig. Im Cover. Two. Kick out. Immer noch nicht. Oh, Christian. Oh, was macht das Kid da? Oh, wird gekontert. Und Itami aber aufpassen, weil jetzt ist Christian ganz doll. Schöne Floater DDT. Oh, ich tue mir eigentlich wieder in den Ring. Ja. Oh, der Slap. Und der Tritt, aber abgefangen. Edge hier mit. Edge wieder Downward Spiral. Downward Spiral. Und da setzt er das Edge macht sich zum Spear bereit. Das ist der Spear gegen seinen besten Freund. Und Spear! Gegen Christian! Ich hab's abgelenkt! Ah, wir müssen den Ring! Itami ist drin! Ist da! Und feiert sich! Und Itami ist aufgeworfen! Ich bin hier der Champion, sagt er. Edge war drauf und dran, seinen ersten European Title zu gewinnen. DDT gegen Christian. Christian ist gefühlt völlig aus dem Match. Ja. Was hat Kid hier vor? Tyson Kidd auf Schirm, ne? Itami. Das sieht nach Bad Superplex aus. Oh! Drauf! Ei, auf das Bein von Edge! Und ich stehe jetzt hier mit dem. Mit einem Reverse DDT auf den Stuhl. Cover von Tyson Kidd gegen Itami. One, two, Nein, Christian ist da. Edge rappelt sich hier nochmal auf. Nimmt den Schwung der Fans mit Hurricane Rana. Ja.
Itami kontert gegen Edge. Die bringen sich um. Auf Edge kann wieder und Tyson Kidd geht aus Top Rope, macht es sich für den Blockbuster bereit. Wird er doch nicht, oder? Nein. Das wird Tyson Kidd für den Springboard von Edge. Bot Moonsault von Edge? Hey! Läuft! Aber kann man mal machen. Ich hab auch schon Apollo Crews gesehen, die Springboard Moonsault. Ja. Hab ja auch schon Apollo Crews gesehen. Okay, Edge tötet sich ja. Ganz neue Moves. Wie gesagt, schon ein Ding. Der Back Suplex hier auf das Knie von Christian, aber der kann sich schnell wieder berappeln. Ja. Haut sich Edge da. Edge auf den Top Rope. Und Ice Kid auch! Der eskaliert völlig! Gleiche Turnbuckle. Und der nächste. Und die Itami! Snapmer Suplex! Nein! Chingwix! Oh, höchste Code hier! Die bringen sich um! In den Ring! Was passiert hier? Itami schnappt sich Christian! Hau den in die Ringecke! In die Ringecke? Oh, jetzt sitzt Christian da aber nicht gut. Die Stomps hier gegen Christian von Hideo Itami. Und Alley-Oop! Auf den Stuhl! Oh, und Tyson Kidd mit dem sich einfach mit dem Backsuplex. Du weißt nie, wo deine Gefahr. Die kann von allen Seiten kommen und Belly von Edge! Und Edge ist der Einzige, der steht. Aber okay. Er geht raus. Die Tami covered Kid! Und covered die Tami Kid! Edge und Matic gegen Edge mit Cover! Wow. Aber dieses Cover von Itami, das wäre wieder so typisch gewesen. Das wäre so typisch. Itami! Und Itami! Spetsmination! Mit Edfis und Bam, Kick! Und noch ein Kick! Christian! Blut! Edge blutet! Edge blutet! DDT blutet hier, Edge! Cover von Itami jetzt hier! Christian muss aufbrechen! Er hat's aufgebrochen! Aber jetzt müssen alle aufpassen, weil jetzt kann der GTS out of nowhere kommen. Ja, und auch der Killswitch out of nowhere. Geht nach außen für Tyson Kidd. Aber bleib im Ring. Nimm noch einen Baseballschläger mit. Sei gefährlich. Die im Ring sind im Vorteil. Ich glaube, Itami möchte Tyson Kidd jetzt völlig rausschreiben aus dem Match. Ja. Da gibt's. Und noch ein. Christian und Edge aufpassen im Ring. Mit dem Baseballschläger und jetzt kommt er wieder rein. Ja. Hat jetzt Tyson Kidd. Der Baseballschläger liegt auf. Liegt auf, Kidd. Und jetzt gehen sie alle raus! Jungs, tötet! Alle wollen Kidd töten! Alle töten sich! Was geht da? Ich bin in den Auf was wir steuern. Ja. Ja. Entschuldigung, da muss man so ausrasten. Und Tyson Kidd! First STO! Meine Güte, da stehen wir. Oh. Achso. Keine Ahnung, wer das Match gewinnen kann. Nee, überhaupt. Jeder kann das Match gewinnen. Ja, in jedem von uns hat auch jeden getippt, deswegen. Ja. Schotte Itami, nein, gegen April. Zweimal gegen April hintereinander. Aber Tyson Kidd findet ihn mit Christian Bodydrop von Itami. Jetzt muss Itami muss aufpassen. Er sieht es nicht, doch er sieht es. Fällt in der Pre-Show hatten wir noch zwei Kommentatorentische. Ja, ich sag. Oh, Tyson Kidd, Sharpshooter! Tyson Kidd, nee. Hardlock! Der Hardlock von Tyson Kidd! Tyson! Nein! Itami! Oh. Oh. Kommt raus! Snitcht. Aber Cover! Boah! Oh. Kraft raus! Oh! Oh. Was? Upset hier! Meine Güte! Springt vorbei mit dem. Ja, Snap! Hm. Ja. Christian. Snapjack! Oh, fast auf den Stuhl! Cover jetzt hier den Zug. Oh, oh, oh. Spear! Was ist das von Kidd? Was denn? Boah! Kidd! Und jetzt muss ich aufpassen! Christian! 2-3! Christian ist neuer European! Die Nerven werden immer Champions! Die Nerven werden immer Champions! Und heute European Title! Mit dem Move seines besten Freundes! Mit dem Spear! Der daneben auf dem Boden liegt! Wir haben Christian noch vor dem Match gesagt, jetzt oder nie. Und Christian sagt einfach, jetzt. Was zur Hölle? Und damit ist er zweifacher European Champion. Und was ein Hohn! Direkt neben seinem daneben liegenden besten Freund, den Spear. Meine Güte. Und Itami und Edge sind zu beschäftigt. Das ist ein Ultimate Opportunist hier. Oh ja. Das vermeintliche Weak Link in dem Fatal 4-Way, Tyson Kidd vom Namen her.
muss dann tatsächlich dann doch wieder den Pin einstecken und das wieder kurz vor der Ziellinie. Genau. Ja, ein paar Sekunden vorher hatte er noch Christian im Hardlock. Ja. Ein paar Sekunden später muss er sich nach dem Spear geschlagen geben. Mhm. Wow! Christian! Und keiner hat auf Christian getippt, oder? Nee, doch Ben. Doch ich. Doch bestimmt ja. Benny geht tatsächlich. Jeder von uns hat auf einen getippt. Ja, und Jung und ich beide auf Kit. Ja, keiner. Doch, stimmt, wir sind fünf. Wir sind ja fünf Mann. Da ist die Entscheidung. Da ist das Spiel. Und Edge haben's. Itami sieht's nicht. Edge hat's gesehen, aber. Ja, Edge, der wird dann in diese Rope-Aktion gebracht. Da, ja. Dann hier mit dem Bodydrop, das hat zu lange gedauert. Itami hat auch keine Kraft mehr, klappt auf die Knie. Und das war die Chance für Christian. Itamis Regentschaft ist beendet und Christian, ja, er grinst sich an, jetzt oder nie. Yes. Hier, er zeigt's ein, jetzt oder nie. Und damit hat schon wieder die Nervensäge, wie Sub sie genannt hat, ein Champion-Titel gewonnen. Wir haben es bei Becky Lynch gesehen, wir haben es bei zum Beispiel auch bei uns bei Dean Ambrose gesehen. Meine Güte. Aber Christian, der vom Anfang an eben ist ein Match, wo er mit Dolph Ziggler geteamt hat und da verloren hat gleich am Anfang, der damals sich geschworen hat, er will den European Title sich holen und will jetzt Singles Racer durchstarten. Ja, hat jetzt gesagt, er braucht keine Partner mehr, er braucht keinen Dolph Ziggler, er braucht keinen Edge, er braucht niemanden. Er hat Ziggler besiegt, er hat Cruz besiegt, er hat unter die Wochen immer wieder Attacken gegen alle bringen können und hat sich jetzt hier nach seinen Ankündigungen dann das große Gold geholt. Und zieht euch das mal rein, er klaut seinem besten Freund den einzigen Titel, den er noch nie errungen hat in der WWE, mit seinem eigenen Move. Oh ja. Unglaublich. Was wird Edge dazu sagen? Ja, ich glaube, da haben wir allgemein noch ein großes Durcheinander in den nächsten Wochen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Meine Güte, was für ein Match und was für ein Ausgang. Ja, was für Zweige sich jetzt ergeben haben. Großartige Unterhaltung wirklich und auch ein verdienter Sieger. Also das definitiv. Eigentlich hätte es jeder verdient nach diesem Match. Natürlich. Absolut, absolut. Ja. Ich trauere so ein bisschen um Tyson Kidd wieder vor die Ziellinie. Ja, der kann einem echt leid tun. Bitter, hat wieder eine überragende Leistung gezeigt. Wow, tolles Match, wirklich. Zu jeder Zeit hätte jeder das Ding am Ende gewinnen können. Genau. Hoffentlich geht das so weiter. Ja. Und das war noch nicht mal das Money in the Bank Ladder Match. Hätten wir das Tag-Team-Match nicht gehabt bei Payback, wäre das jetzt bisher Match of the Year. Ja. Ja. Mhm, kann man absolut. Wirklich, Fans-Unterhaltung. So. Aber ich weiß gar nicht, ich bin mir gar nicht so sicher, ob wir beim nächsten Match überhaupt die Chance haben, ein bisschen runterzukommen. Ja, echt, so wollte ich das sagen. Ganz schön. Das nächste Match ist sehr geil. Hört sich auch sehr krass für an. Euch in zwei Tagen. Wir holen jetzt kurz ein paar Sekunden Luft und dann geht's weiter. Also, bis dahin. Ciao. 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 Ciao.